So, erst einmal hallo an alle. Um was geht's heute? Heute geht es wieder mal um ein kleines Composing. Ja, wie es entstanden ist, ist wiederum kein Tutorial, sondern einfach ein Einblick und ein paar Schritte, wie das ganze Bild entstanden ist. Ich denke auch, dass man hier vielleicht der eine oder andere, die ein oder andere Idee übernehmen kann oder vielleicht fühlt er sich inspiriert. Würde mich auf jeden Fall freuen, ist ein kleiner Einblick. Und um was geht's? Um dieses Bild. Ihr seht hier das fertige Bild. Also dieses Endbild und ja, hier rechts die ganzen Ebenen und die werde ich jetzt mal versuchen, relativ klar durchzugehen. Ich hoffe, ich bringe es gut rüber und dann fangen wir mal an. Ja, angefangen hat es mit einem ganz normalen Hintergrundbild. Also hier eigentlich war interessant der Vordergrund, der Rasen in dem Fall. Dann ist hier ein bisschen ein Nebel eingezeichnet worden, einfach mit dem Pinsel. Ich glaube 10% Deckkraft und dann ist einfach drüber gemalt worden. Dann kommt ein zweites Bild dazu. Also ja, da war dann wiederum interessant die Berge, hier der bisschen der Wald und natürlich oben der Himmel. Also so vorher, nachher ist einfach ganz normal ausmaskiert worden. Also auch nichts Dramatisches. Dann ist hier die Farbtonsättigung noch ein bisschen angepasst worden. Und nochmals drüber gemalt über das Ganze. Ich blende mal hier nochmal aus. Ups, kleinen Moment. Gruppe lassen wir drin. Dann komplett über das ganze Bild eine Anpassung. Also hier ist zusammengefasst worden und nochmal geschnitten. Dann eine Anpassung mit einer selektiven Farbkorrektur. Dann nochmal. Hier die Flecke war mir zu dunkel, die habe ich dann später auch noch mal ein bisschen überstempelt, beziehungsweise jetzt glaube ich sogar, ja, weil mir die Flecken einfach zu dominant waren. Dann sind Strahlen in den Hintergrund eingefügt worden für die Sonne. Ich glaube, man sieht es auch hier ganz gut. Und das war einmal die Erstellung des Hintergrundes. Dann kommen wir eigentlich schon zu den Pferden, die übereinkommen. Hier habe ich alte Freisteller genannt, weil ich habe es dann zusammengefasst. Wie hat das Pferdebild ausgesehen? Einfach erstmal so. Und dann sind hier noch die gezeichneten, die gemalten Haare drin. Also die Haare sind von mir gemalt worden. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Sieht man aber im Gesamtbild dann wieder schöner. Ich blende mir hier die Pferde mal ein. Also schon mit den gemalten Haaren. Ja, nochmal der Hintergrund. Ein Schein hinter die Pferde gemalt worden. Dann der Rauch oder der Dunst hinter den Pferden, dann der erste Schatten und der, ja, ich habe es Kontaktschatten genannt, wie auch immer, also der Schatten, der wo näher dran ist, ist eingezeichnet worden, ist vom Originalbild der Schattenverlauf genommen worden, weil hier sieht man ja, kommt die Sonne hier an der Seite, also es geht ungefähr hin. Natürlich ist nicht immer wahrscheinlich ganz genau auf den Punkt gebracht, aber es ist ein Composing, also es ist nichts Realistisches. Das kann dann schon mal sein, dass der Schatten vielleicht um eine Nuance nicht stimmt oder sowas, aber ich glaube, das ist hier erst einmal ja nicht ganz so im Vordergrund. Natürlich soll es so natürlich wie möglich sein, aber es ist einfach nicht natürlich. Dann kommt bei den Pferden hier am Rand ein Schein nach innen in diesem Orangeton. Sieht man ganz leicht. Und nochmal eine Aufhellung an den Konturen, weil ja die Sonne von hinten kommt. Das sind die ganzen Pferde, die hier eingebaut worden sind. Dann geht es weiter mit ein bisschen an Schmutz hier am Fuß. Das sind einfach Partikel, kann man mit einem Pinsel machen, mit einer Grafik, mit was auch immer. Einfach so ein paar Partikel gebaut. Sieht zwar jetzt noch ein bisschen, naja, komisch aus, würde ich sagen, aber mit diesem, ja, ich habe jetzt ein Smoke gesagt oder wie sagt man, ein Dunst. Im Vordergrund sieht das Ganze dann natürlich schon besser aus, wenn man das jetzt so also sieht, als wie ein bisschen der Dreck aufgewühlt wird. Dann geht es an die Sonne, das ist hier ungefähr, ist ein bisschen verstärkt worden und vom Farbton her angepasst und dann nochmal drüber gemalt und auch wieder eine kleine Farbtonanpassung. Also sieht dann so aus, dass wir auch hier ein bisschen eine Überstrahlung bekommen. Ich habe es dann auf einer Ebenenmaske, wie man sieht, in der Gruppe zusammengefasst. Und habe es am Pferd noch mal ein bisschen rausgenommen, dass die Überstrahlung wirklich bloß den Rücken trifft, weil hier vorne haben wir natürlich keine Überstrahlung mehr. Dann geht es weiter zum Look. An den Look gehe ich eigentlich alle relativ, ja, wie gehe ich daran? Einfach probieren.
Ich habe eine gewisse Vorstellung und probiere dann mit verschiedenen Einstellungsebenen, mit verschiedenen Techniken den Look anzupassen, dass man ein einheitliches Bild bekommt, weil es sind ja 1, 2, 3 verschiedene Bilder mit was eingemalten und dass das Gesamte dann ja, ein harmonisches Bild ergibt, kommt der Look dazu. Als erstmal die Farbtonsättigung. Was habe ich hier gemacht? Hier war ich in den Standardtönen, habe den Farbton verschoben und auch die Sättigung. Ich glaube sogar, na, in die Rottöne war es nicht. Also nur im Standard. Ich habe gemeint, in die Rottöne habe ich auch was gemacht. War es nicht. Dann kommt noch eine Tonwerkkorrektur, also ein bisschen mehr Power reingebracht. Hier einfach nur die Schwarztöne ein bisschen angehoben oder verstärkt. Dann ja, eigentlich eine Ebene, die ist, was ich ziemlich oft mache, auch bei vielen Bildern, aus dem Gesamtbild ist eine Durchschnittsfarbe berechnet worden. Das geht über, Moment, ich blende es mal ein, über Filter, Weichzeichnungsfilter, Durchschnitt berechnen. Das Ganze dann im Modus weiches Licht, bei einer Deckkraft von 69% in dem Fall. Also Deckkraft variiert, manchmal sind es auch bloß 15%, manchmal sind es 80%, je nach Bild. Und ich habe es hier mit einer Maske im Vordergrund noch ein bisschen abgeschwächt. Also ich wollte es nicht im ganzen Bild haben, sondern eher auch wieder vom Verlauf von hinten her in Richtung der Sonne. Dann ist das Ganze zusammengefasst worden und in ein Smart-Objekt konvertiert worden. Und ich bin nochmal in den RAW-Filter reingegangen und habe hier nochmal ein paar Anpassungen durchgeführt, also an der Seite abgedunkelt. Ich müsste jetzt nachschauen, was genau alles war. Und ich sage es einmal ganz, ganz lapidar, die Regler einfach ein bisschen hin und her geschoben. Dann kommt der Nick-Filter zum Einsatz, das ist der Glamour Glow, aber auch nur hier im Vordergrund. Man sieht es an der Maske, also das Weiße ist sichtbar, Schwarz ist unsichtbar und habe Deckkraft auf 86% und ja, gibt dem Bild meiner Meinung nach ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr der Staubeffekt, der Dunsteffekt wird verstärkt. Ja, hat mir einfach gefallen und habe es dann auch so drin gelassen und mit einer Farbtonsättigung ist das Bild noch angepasst worden, weil man durch diesen Glamour Glow ein bisschen mehr zu viel Farbe reingekommen ist. Das hätte man zwar auch im Filter schon regeln können, aber ich habe es hier mit einer Farbtonsättigung geregelt. Hier habe ich nochmal was retuschiert, das war aber nur eine Kleinigkeit. Das war der, Moment, ich tue es raus, dieser kleine Punkt da im Hintergrund, der hat mich noch gestört. Den habe ich rausgenommen. Dann geht es schon an Dodge and Burn. Hier mal auf einer Ebene. Meistens mache ich zwei, also ich hätte jetzt normalerweise eine Ebene für das Dodge and Burn für die Pferde und eine für den Hintergrund, aber hier hat mir eine gereicht und ja, hier an den Pferden noch angepasst. Ich glaube, ich selbst erklären, Dodge and Burn heißt ja nichts anderes wie malen mit Licht, also alles was hell ist, wird heller gemacht, alles was dunkel ist, wird dunkler gemacht. Dann ist das ganze Bild geschärft worden mit dem Hochpassfilter, also Filter, Weichzeichnungsfilter, sonstige Filter, Hochpass. Das Ganze im Modus ineinander kopieren. Ich wollte es ein bisschen, erst habe ich es im weichen Licht gehabt, da war es mir ein bisschen zu schwach. Dann habe ich es ineinander kopiert und zum Schluss ist das Bild einfach nur noch auf eine Ebene zusammengefasst worden, damit ich es schöner zeigen kann. Ja, soviel zur Entstehung des Bildes. Ich hoffe, euch gefällt es, euch hilft es ein bisschen weiter. Gebt mir einen Daumen nach oben. Ist immer eine gute Motivation und freut einen natürlich, wenn man sowas macht. Ja, soviel zu dem Pferdebild und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao, für dich.